Chemiker von Cornell haben eine Klasse von Nichtedellmetallderivaten entdeckt, die in der Lage sind, Reaktionen in Wasserstoff-Brennstoffzellen zu katalysieren, auf etwa dem Niveau von Platin, aber zu einem weitaus niedrigeren Preis. Diese Entdeckung kann dazu beitragen, die Null-Emissionstechnologie auf ein praktischeres und effizienteres Niveau zu bringen. Die Ergebnisse zeigen, wie Wasserstoff-Brennstoffzellen das Potenzial haben, unter anderem Generatoren, Autos und Flugzeuge ohne Treibhausgasemissionen effizient anzutreiben. Diese kostengünstigeren Metalle werden einen breiteren Einsatz von Wasserstoff-Brennstoffzellen ermöglichen, sagte Hector D. Abruna, Fakultät für Chemie und Chemische Biologie am College of Arts and Sciences, Professor Emil M. Chameau. Sie werden uns weg von fossilen Brennstoffen und hin zu erneuerbaren Energiequellen drängen. Zusammen mit den Co-Autoren der Forschung, Francis de Isalvo, dem emeritierten Chemieprofessor John A. Newman, dem Doktoranden Rui Zeng und Ya Yang, PhD, Xiamen University, haben die Gaststudenten Vicky Lee und Ron M. Gibb, PhD, Abruna ihre veröffentlicht Ergebnisse im Journal of Science Advances. Es wurde am 2. Februar unter dem Titel Non-Precious Transition Metal Nitrides, As Efficient Oxygen Reduction Electrocatalysts for Alkaline Fuel Cells veröffentlicht. Der neue Katalysator hilft, eine der teuersten Hürden für Wasserstoff-Brennstoffzellen zu überwinden. Ein wesentlicher Teil des Prozesses in den Zellen ist die Sauerstoffreduktionsreaktion, die ein notorisch träger Prozess ist. Abrunas Spitzname dafür ist Gottes kollektive Bestrafung der Elektrochemie. Katalysatoren wie Platin und andere Edelmetalle helfen, diesen Prozess zu beschleunigen. Platin ist eine Top-Option als Katalysator, da es Elektrizität leitet, der sauren Umgebung in der Zelle standhalten kann und selbst die temperamentvollsten Reaktionen katalysiert. Allerdings ist es auch extrem teuer, was die Kosten für die Verwendung von H2 als Kraftstoff in die Höhe treibt. Während Optionen auf Eisen- oder Manganbasis als potenzielle Alternativen vielversprechend waren, stellten die Forscher fest, dass ein Kobaltnitrid-Katalysator der klare Gewinner war, sagte Abruna. Der Katalysator hat in Wasserstoff-Brennstoffzellen einen nahezu identischen Wirkungsgrad wie Platin, bei einem etwa 475 mal günstigeren Preis. Vielen Dank, dass Sie sich für HydrogenFuelNews.com entschieden haben. Verpassen Sie nicht Ihren kostenlosen Zugang zu unserem exklusiven E-Book, melden Sie sich noch heute an. Folgen Sie dieser Geschichte und mehr auf HFN.